Ja, vielen Dank, Herr Dr. Potocznik, für diesen sehr dichten Vortrag mit vielen, vielen tollen Zitaten, die natürlich auch auf Twitter weitergegeben werden können. Und wir wollen jetzt ins Gespräch kommen. Ich stelle gleich nochmal vor, Nora Sophie Griefahn und Herr Dr. Potocznik und Herr Brenningmeier. Und ich darf Ihnen jetzt schon ankündigen, wir haben jetzt bis 11.20 Uhr Zeit, miteinander zu reden. Zunächst hier vorn ein bisschen, dann laden wir Sie aber auch herzlich ein, Ihre Fragen zu stellen. Und das Ganze soll nach dem Prinzip 2:1 gehen, also zwei Frauen dürfen fragen und dann ein Mann, so das neue Verhältnis zwischen uns. Ja, Nora, ich stelle dich jetzt einfach mal kurz vor, obwohl dich vielleicht einige schon kennen. Du bist Mitbegründerin und geschäftsführende Vorständin von Cradle to Cradle e.V. Du bist auch Hochschuldozentin, unter anderem an der TU Berlin. Du hast Umweltwissenschaften und technischen Umweltschutz studiert, bist schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem unter den 30 unter 30-Jährigen, die toll engagiert und vorbildlich sind. Jetzt haben wir ja viel gehört. Hast du dein Mikro dabei? Wir brauchen noch ein Mikro mindestens. Ja, genau, das nächste nehmen wir auch noch, wenn wir keine Headsets mehr haben. Wir haben ja gerade ganz viel gehört über nötigen Wandel, Systemwechsel und so weiter. Wir alle wollen den Wandel, aber keiner will sich wirklich verändern. Ist das auch die Erfahrung, die ihr macht mit eurem Engagement oder wie würdest du das einschätzen? Naja, also ich würde sagen, wir wollen alle den Wandel, glaube ich, das ist bei vielen schon so. Und ich glaube, wir sehen auch, dass viele Menschen sich dafür engagieren, um was zu verändern. Das sieht man ja alleine bei uns. Wir werden auch immer wieder gefragt, wie schafft ihr das denn eigentlich, dass so viele junge Menschen sich irgendwie engagieren und mitmachen bei euch bei so einem Thema wie Kreislaufwirtschaft. Und dann sage ich, ja, es geht ja gerade nicht um Kreislaufwirtschaft. Es geht halt gerade nicht einfach nur um irgendwie Abfall, der in Kreise geführt wird. Das ist natürlich nicht so sexy und da hat man auch nicht so viel Lust mitzumachen, aber Lust mitzumachen bei einer positiven Agenda, bei dem zu sagen, naja, wir können eigentlich anders sein, wir können die Sachen nochmal ganz anders machen und wir können positiv sein, das macht schon viel mehr Spaß und ist ja auch eine Agenda, die man angehen kann, wenn man sich anguckt, okay, ich habe noch ein Leben vor mir, da will ich eigentlich nicht mich mein ganzes Leben lang dafür schämen, dass ich hier bin, sondern ich will eigentlich was dafür tun, dass es gut ist, dass ich da bin. Nicht nur ein Leben vor mir, sondern auch ein Leben in mir, könntest du sagen, aber das nur nebenbei. Herr Brenningmeier, wir haben... Einige haben es verstanden. Wir haben gerade ganz viel davon gehört, wie eben Unternehmen oder Wirtschaft versucht, die Profite zu individualisieren. Die Kosten, die aber dranhängen, zum Beispiel für gesundheitliche Probleme, die werden sozialisiert. Nun sind Sie ja nicht nur Vertreter eines Unternehmens, sondern selber haben Sie auch Wirtschaft studiert. Wie sehen Sie das? Hat sich da jetzt schon was geändert in den letzten 5 Jahren? Oder ist es tatsächlich schon so kritisch, wie wir es gerade gehört haben, immer noch so kritisch? Ich glaube, dass es immer noch so kritisch ist. Ich glaube, dass wir letztendlich, und ich sehe das aus der Betrachtung der Konsumenten letztendlich, wir denken nicht weiter über das Weiterverwenden oder das Weiterentwickeln unserer Produkte, die wir tragen, aus der Endnutzung hinüber. Und letztendlich geht es dann bei uns sehr stark über die Individualisierung, über Konsum und wir denken nicht nach über, wo wird das überhaupt produziert, was passiert dann danach damit und eine ganzheitliche Betrachtung, die letztendlich dazu führt, dass man sagt, ich muss mich verändern, da sind wir noch lange noch nicht angekommen und viele, und das ist halt auch in der Wirtschaft so, wir bestreben uns zu sagen, ja, wie machen wir mehr? Wie können wir mehr verkaufen? Wie können wir weiter existieren? Wie können wir mehr Gewinn erwirtschaften, um uns dann auf die Zukunft weiter zu positionieren und auch zu wachsen und auch um kompetitiv zu sein? Und um das umzudenken und zu sagen, ja, es geht auch um das weitere Wachstum, aber auf eine andere Art und Weise, die ganzheitlich über die Wertschöpfungskette hinausgeht, da muss man auf einmal einen Schritt zurück machen und sagen, wir müssen neu denken. Und das als Konsumenten, aber das auch noch als Wirtschaftler und auch als Business People, das ist halt eine neue Aufgabe für uns. Wie war das denn bei Ihnen bei C&A? Als so die Idee aufkam, wir beschäftigen uns mal mit Cradle to Cradle, gab es da auch Widerstände im Unternehmen, die gesagt haben, nee, das ist jetzt Quatsch, dafür haben wir keine Zeit, die Konkurrenz ist zu hoch?
Ja, absolut. Also das, es wäre, glaube ich, ja, komisch, wenn auch nicht Leute sagen würden, wieso sollen wir überhaupt verändern? Es läuft doch. Mhm. Schau mal die Umsätze an in den letzten Monaten. Wieso sollen wir jetzt Zeit nehmen, investieren, neu denken? Das ist sicherlich die Realität. Was wir dann auch gemacht haben, ist gesagt, ja, lass uns das ein bisschen außerhalb der bestehenden Kette erstmal organisieren. Wir haben intern, würde ich sagen, appelliert, ein bisschen ausgewählt, in welchem Bereich wollen wir das machen, vertieft dann auch mit den verschiedenen Leuten engagiert und gesagt, wir kreieren ein spezielles Projekt, das machen wir ein bisschen außerhalb, damit kein Risiko besteht auf das, auf die bestehende Wertschöpfungskette oder auf die bestehende Systeme. War das Ausweichen auf die Stiftung? Das war eine Kombination aus Ausweichung auf die Stiftung, zusammen mit einem kleines Team innerhalb der C&A-Organisation. Also letztendlich, wir haben zwei Designer gehabt in der T-Shirt-Abteilung, die sich dafür engagiert haben. Wir haben auch im Sourcing-Bereich Leute extra engagiert und gesagt, jetzt machen wir das Projekt als 100%-Basis, um auch dafür zu sorgen, dass das dann implementiert werden könnte, falls wir das tatsächlich auch erreichen. Und dann erst nach dem Erfolg, dann wieder Schritt für Schritt, das wieder in die Organisation mit reintragen, um dann auch durch einen Veränderungsprozess durchlaufen zu können. Man muss doch aber quasi auch sagen, eigentlich gibt es doch auch gar keine andere Chance, als das jetzt zu machen. Vor 10 Jahren gab es schon die ersten T-Shirts, die nach Cradle to Cradle designt wurden und aber halt nicht in den Massenmarkt gelangt sind. Und jetzt sozusagen, wenn man sich so große Unternehmen anguckt, wie in C&A, die sogar noch Familienunternehmen sind, dann muss man ja sagen, ja, wenn man eine Perspektive haben möchte als Unternehmen, dann muss man ja anfangen, die Sachen jetzt mal endlich zu verändern, oder? Ja, also das, ich glaube, diese Stellungnahme ist zwar richtig, aber vor 10 Jahren wussten wir überhaupt nicht, wie wir mit dieser Thematik umgehen mussten. Wir haben uns in 2005 engagiert für das Einsetzen von Biobaumwolle. Das war das erste Jahr, wo wir das gemacht haben. Mhm. Mittlerweile sind wir von 1 Million Teile auf 170 Millionen gewachsen, die aus Biobaumwolle stammen. Aber wir wussten überhaupt noch nichts über die ganzen chemischen Farbstoffen, die in einem Produkt hineingehen. Wir wussten nicht, wie schauen wir auf letztendlich das Endmolekül und die Zusammensetzung der Farbstoffe in unseren Produkten. Und das ist eine Innovation, die erst in den letzten Jahren tatsächlich ermöglicht worden ist, wo wir dann auch das Streben gehabt haben, um zu sagen, okay, wir machen dann halt die ersten Fortschritte oder Forschungen in diese Richtung. Und wenn man die Realität tatsächlich sieht von der ganzen Wertschöpfungskette, dann irgendwann sagt man, ja, wir müssen da auch agieren, wir müssen da auch was machen. Aber das ist schwierig, wenn man in einem sehr hart umkämpften Markt auch noch mitmacht. Wenn ich alleine anschaue, das Wachstum in Deutschland zum Beispiel, der Discounter, das ist in den letzten 15 Jahren enorm gewachsen. Und das setzt einen Druck auf Kosten, wo produziert man, wie produziert man, wo man als Konsument, wenn man das nicht weiß oder wenn man das ziemlich egal ist, aber man mit der Tasche dahin geht und da letztendlich das Geld ausgibt, dass man dann doch noch vor eine Problematik steht, wo man sagt, ja, man möchte gerne 100% Cradle to Cradle machen. Wir wissen nicht, ob das überhaupt möglich ist heute, aber man möchte das machen, aber die Realität der Wirtschaft und das Überleben einer Firma ist nicht unbedingt damit verbunden, weil die Investitionen, die wir machen müssen, schon recht groß sind. Okay, bevor ich gleich nochmal zur Seite der Politik komme, Herr Dr. Potocznik, und ich glaube, es wäre dann ganz gut, wenn Sie Ihr Mikrofon wieder nehmen, was jetzt vor Ihnen liegt. Ich denke, die Technik hat wahrscheinlich damit gerechnet, Sie lassen das auf. Nochmal zu dir, Nora. Wir haben ja im Prinzip hier so zwei Vertreter sitzen, einmal von der wirtschaftlichen Seite, einmal von der politischen Seite. Was ist jetzt nochmal euer Anteil an der Arbeit? Also du hast es jetzt gerade schon mal so gesagt, also wer in der Zukunft irgendwie bestehen will, der muss eigentlich Cradle to Cradle machen, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt das ist, was auf den ersten Blick Unternehmen überzeugt. Das
das ist nice to have, aber wie soll es gehen? Also was ist eure Arbeit zwischen diesen beiden Bereichen? Naja, wir machen ja konkret Bildungsarbeit dazu und wir hatten das gerade in dem Vortrag von Janis Potocznik ja ganz spannend gehört, auch die Perspektive, wir nehmen die Kosten, ja, wir haben ja keine realen Kosten für unsere Produkte. Was haben wir? Wir haben sozusagen die ganzen Kosten, die Umwelt betreffen etc., sind an die Allgemeinheit rausgegeben und die Profite übernimmt ein Unternehmen. Und wenn man sozusagen sich das überlegt, dann ist es ja auch kein realer Kosten, die für ein T-Shirt oder für einen Liter Milch oder für was auch immer entstehen. Das heißt, natürlich geht es darum, darauf auch aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen. Und wenn man uns anguckt, wie unsere Ressourcen dastehen, wie wir sozusagen in den nächsten Jahren wirtschaften müssen, dann ist ganz klar, dass es nicht zukunftsfähig sein kann, anders zu wirtschaften, als die Produkte, die Materialien zurückzugewinnen und als sie wirklich in Kreisläufe zu führen, weil ich verliere ja damit nur. Also das ist jetzt ein T-Shirt ist vielleicht noch nicht mal das Hauptbeispiel dafür, aber wenn wir uns einen anderen Produktionsprozess angucken, wenn wir uns ein Auto angucken, dann gebe ich Materialien ab, verkaufe Materialien, die ich ja eigentlich in Kreisläufe führen könnte, die wirklich viel wert sind, wo ich mir natürlich überlegen muss, wie kriege ich das hin, dass ich diese Materialien zurückgebe, zurückbekomme. Ich habe als Unternehmer doch langfristig gesehen ein Interesse daran, diese Materialien zurückzubekommen, weil sie doch was wert sind. Also das sind ganz viele Fragen, die wir uns stellen und was wir als Organisation natürlich machen, ist dann diese Fragen zu stellen, auch aufzuzeigen und dafür Bildungsarbeit zu machen, mit der Politik zu sprechen, mit unterschiedlichen Akteuren zu sprechen, die in dem Bereich ja, aktiv sind und denen zu zeigen, ja, man kann die Sachen anders machen und wir haben es auch gerade von Janis Potocznik gehört, es ist ja nicht so, dass es langfristig gesehen sich nicht ökonomisch rentiert. Also es ist ja eigentlich logisch sehr bestechend, diese biologischen und technologischen Kreisläufe und eben auch die Rückgewinnung von Rohstoffen, um sie weiterzuverwenden. Trotzdem war der Prozess bis jetzt doch eher schwierig und langsam für die Veränderung. Herr Potocznik, Sie haben sehr viele Gründe ausgeführt, warum wir ein schlechtes Wachstum sozusagen bislang eher haben, wie viel die Finanzen wert sind, wie wenig der Mensch wert ist und wie noch viel weniger wir der Natur einen Wert geben. Ich möchte Sie mal was Persönliches am Anfang fragen. Sie sind jetzt schon, ja, ich glaube, mehrere Jahrzehnte politisch engagiert. Sind Sie noch eher optimistisch oder pessimistisch oder ja irgendwie so neutral dazwischen in Ihrem Gefühl für politische Veränderungsfähigkeit? The answer is very simple. I'm absolutely still an optimist, but the major reason for that is if you are optimist, you live longer. also völlig uneigennützig. So, but if I go a bit more seriously to the things which all of you have discussed before, one thing which you have to be aware of, that this room contains the avant-garde of the thinking. And when you say we have ahead of us, in front of us, representative of the business sector and of the political sector, we are not typical representatives of business sector and nor the typical representative of politics. Also ihr seid so, die Guten. Yeah, so it's a pretty rough world out there in which he has to live and in which I had to live. So, if you want, how I was able basically to convince colleagues in the European Commission that this makes sense. It's if you do not go through the economic side, you are immediately lost. So, you know, I lived in two commissions where the primarily goal was growth and jobs. The new Juncker Commission has a new goal, jobs and growth. So, if it would be taken seriously, by the way, it's a serious shift, but we are where we are, whatever. But if you want to convince people, I was listening very carefully, and European competitiveness is a serious problem, and I haven't heard a convincing answer from none of my colleagues, but the internal market which we have and the things which are coming with the internal market and the development of it,
But I do firmly believe that using the resources more efficiently, it's actually the way to go for Europe. Why? The first reason is that Europe is enormously import dependent when it comes to various kinds of resources, enormous. So from 54 essential resources which we inbuilt in our products, more than 90% we are importing. The second reason is that the costs of resources are in trend increasing, or at least they are extremely volatile. I can give you also the data from the VDI, the German agency, which was for the last 20 years the share of costs of resources in the overall cost of the company increased for 10 percentage points, while the share of labor decreased for 10 percentage points. So resource storage is becoming more important. And if you want a political reason, basically there are two major costs in the company, labor and resource cost. And since we are living in Europe, which is, thank God, very open-minded when it comes to social issues, and of course we have very well organized labor, I think it's very good if you focus on how to cut resources, because resources will not go on the street and protest. And we are pretty much, as I said before, import dependent, and it makes all political sense. So if I would be representative of a socialist party, I would jump on that concept because it makes all the sense. But these are the arguments which you can use to persuade those who basically look through another optic than you do, because in many cases, simply using the, I don't know, the fact that half of the million Europeans are dying prematurely due to air pollution, it's unfortunately not enough. It's absurd, but it's not enough. Ich möchte nochmal zurück zur Seite der Produktion. Wie viele schlaflose Nächte hat sie das denn gekostet mit den T-Shirts? Also die waren ja dann sozusagen produziert und es war nicht klar, dass 70% davon innerhalb von 3 Wochen verkauft sein würden. Also wie risikoreich war es, sich dafür zu entscheiden? Also ich glaube, als wir angefangen haben mit diesem Journey, wir wussten überhaupt nicht, ob es möglich war, Produkte herzustellen, die die Standards von Cradle to Cradle gerecht werden. Und wir haben uns entschieden und gesagt, okay, wir machen da 2 Styles für Frauen, machen das über 10 Farben hinaus und ein Volumen von 400.000, um überhaupt noch an Kosten heranzukommen, die uns ermöglichen würden, das dann auch für einen normalen Preis verkaufen zu können. Wir haben gesagt, ja, lass uns mal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und Ich hatte dadurch, dass wir das Produkt intern schon an unseren Mitarbeitern in den Filialen oder im Head Office gezeigt haben und die Geschichte erzählt haben, die Resonanz der Leute, die war so stark, dass ich nicht das Gefühl gehabt habe, ja, das wird sich nicht verkaufen oder man ist nicht stolz drauf. Und eigentlich habe ich dann gedacht, schon, okay, das wird schon laufen. Ich habe schon und ich bleibe noch immer mit permanenten Sorgen, weil ich weiß, wenn wir die Produkte letztendlich nicht gut verkaufen, dann ist der kommerzielle Druck, sich weiter dafür zu engagieren, ein extrem hoher Druck. Und auf Seite zumindest einer Innovationsabteilung, dann steht man da und sagt, ja, okay, wir machen aber trotzdem. Und als strategische Priorität muss man das immer dann letztendlich Schritt für Schritt langsam gewährleisten, dass das überhaupt noch besteht. Nur mal zur Information, wie viel teurer ist so ein Cradle-to-Cradle-T-Shirt als normale? So ein T-Shirt in der Produktion, das kommt zwischen 11% und 15% teurer. Also das ist noch überschaubar. Es ist jetzt nicht so das Doppelte oder so. Ja gut, also das in unsere Preisklasse letztendlich ist das überhaupt nicht überschaubar. Wenn die Kosten um 11% steigen würden und die Verkaufspreise die gleichen sind, dann existiert eine Firma nicht lange. Man würde schon denken, ja, ein T-Shirt für 9 €, das kann man sich leisten. Ich glaube, vielleicht hier im Raum können alle sich das leisten. Aber wenn der Mann, der daneben auf der Straße auch verkauft, das für 7 macht oder für 5 und das Produkt sieht ähnlich aus, dann entscheidet heutzutage der Kunde sehr stark mit wo der einkauft. Und das ist langfristig nicht zu tragen. Und daher haben wir gesagt, ja okay, diesmal müssen wir das anders machen. Wir müssen alles, was wir in diesem Bereich machen, veröffentlichen. Wir müssen alles
alles daran tun, zu sagen, ja, okay, mach mit, damit wir letztendlich die Kosten, die verursacht, die damit kommen, und das ist hauptsächlich auch Zertifizierung und das Investieren in neuen Chemikalien und das Entwickeln, das wird mit der Zeit sicherlich auch nach unten, ja, das wird auch schon günstiger werden. Preiswerter werden. Ja, das glaube ich schon. Mhm. Ja, aber das ist noch eine Herausforderung, die wir haben. Und daher macht das offen für alle, damit die Leute, die auch ein bisschen nachdenken über nicht nur das Geld, dann auch mitmachen auf diese Reise. Genau, es gibt ja eigentlich eine schöne Geschichte zu erzählen. Das T-Shirt, was ich dann auf der Haut habe, ist eben nicht giftig und schadet mir nicht und schadet eben auch der Umwelt nicht. Die Frage ist eben, wie viele Kunden kann man dafür überzeugen, wenn Textilien sehr über den Preiskampf gehen. Jetzt gab es noch die Jeans, da habe ich nicht genau verstanden, ob es die schon zu kaufen gibt oder demnächst. Aber was ich da noch fragen wollte, war Open Sources. Also das heißt, jeder andere Textilhersteller könnte zu Ihnen kommen und sagen, wie macht ihr das? Und dann geben Sie das, was Sie an Wissen haben, Preis, obwohl es Kosten waren, sich das erstmal anzueignen und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also das, man kann über, also wir werden es nicht alle Leute alles erklären, weil das, dann sind wir damit beschäftigt, nicht die nächste Innovation zu machen. Aber letztendlich, das gesamte Prozess, was wir durchlaufen sind, das ist öffentlich. Und es gibt How-To-Guides für alle Produkte, die wir herstellen in diesem Bereich. Was aber die Kosten noch sind für andere, die mitmachen möchten, ist weiterhin auch die Zertifizierung. Weil die produzieren auch ein anderes Produkt. Es kann auch sein in dem gleichen Fabrik, weil wir teilen auch unsere Lieferanten teilweise mit unseren Mitbewerbern. Es ist nicht, dass wir 100% eigene Fabriken haben. Aber wir engagieren teilweise mit unseren Mitbewerbern und sagen, ja, produziert da auch schon mal was. Aber die Zertifizierungsprozess, das kostet jedes Mal schon einiges, weil es geht auf eine Tiefe, die es vorher nie gab. Also wenn man auf molekularer Ebene die Chemikalien anschauen möchte, die in einem Produkt überhaupt verwendet werden, das braucht ein Labor. Und solche Laboren sind erst in den letzten Jahren entstanden. Teilweise sind die Stoffe auch eine andere. Es gibt sehr viele unterschiedliche Baumwollqualitäten, die man kaufen könnte und die man einsetzen könnte. Also jedes Produkt wird auch anders wieder designt, gestylt, und wir sind offen und wollen das auch teilen. Also diese How-to-Guides zeigen das, aber das ist schon erstmal der Anfang einer Reise. Und für viele anderen Unternehmer sehen wir halt, dass die sagen, ja, okay, das ist ein neues Thema für uns. Und das ist auch wieder mit Veränderungen intern verbunden, dass es nicht so leicht macht zu sagen, ja, wir switchen morgen das Ganze auf Cradle to Cradle. So leicht geht das nicht. Wie ist denn der Plan für die Zukunft? Also wie geht es denn weiter? Weil es ist ja, man muss ja schon trotzdem sagen, der Hauptteil der Textilien, die man bei C&A findet, sind noch nicht Cradle to Cradle. Ja. Ganz kleinen Moment, Nora, ich wollte sowieso auch gleich zu dir kommen. Die Frage vergessen wir nicht. Ich wollte ankündigen, dass ich gleich zu Ihnen rüber gucke und Sie dann die Möglichkeit haben zu fragen. Also bereiten Sie sich schon mal innerlich drauf vor. Ja, erstmal die Frage nach der Zukunft und dann hätte ich noch eine Frage an dich. Ja gut, also das, wenn man die Cradle to Cradle Zertifizierung anschaut, da muss man an gewissen Anforderungen tun. Eine Seite ist das alleine das Thema von Good Energy und dass die Produzenten nur erneuerbare Energie einsetzen. Weniger als 10% aller Produzenten benutzen heutzutage erneuerbare Energie. Also wir sind, was das angeht, limitiert an Investments, die auch gemacht werden müssen seitens unserer Zulieferer. Zweite Sache ist, dass wir 40% unserer Gesamtvolumen aus Baumwolle produzieren und da das meiste auch sogar in Biobaumwolle. Da haben wir uns das Ziel gesetzt, 2020 100% aus aus more recycled, more sustainable Baumwolle herstellen zu können. Aber um dann noch den Schritt zu machen und sagen, das kann alles circular, da sind wir klar, dass das mehr als 10 Jahre dauern wird, bis wir überhaupt mit der Innovation so weit sind, dass wir auch alle Produkte so herstellen können. Für uns ist es wichtig, dass der Kunde mit uns auf diese Reise geht und dass unsere Zulieferer und dass unsere auch Mitbewerber mit auf unsere Reise gehen. Weil eins kann ich schon sagen, wenn wir die Einzigen sind, die diesen Schritt machen, dann habe ich das Gefühl, dass wir in 5 Jahren wieder zurückkehren zu da, wo wir heute stehen, als mehr oder weniger eins der wenigen, die in diesem Bereich was überhaupt bewegen. Mhm. Und weil nur die Kosten zu tragen auf unserer Seite, das ist langfristig, wird das ein Challenge sein.
Meine Frage an dich wäre eben genau die gewesen. Er hat ja sehr anschaulich geschildert, dass das am Anfang gar nicht so einfach zu beantworten war, die Frage, wie machen wir das jetzt eigentlich konkret? Und wo finden wir entsprechende Labore, die wissen, welche Chemikalien wir nehmen können und so weiter. Wie ist das bei euch, Nora? Wenn jemand sozusagen eigentlich guten Willens ist und euch kontaktiert, aber dann doch irgendwie ein Riesenprozess dranhängt, wo würdest du anfangen zu sagen, okay, das ist jetzt Cradle-to-Cradle-Economy und das ist aber dann, also das sind Standards, die mindestens erfüllt sein müssen und welche Wege könnt ihr aufzeigen, um zu unterstützen, wenn Unternehmen interessiert sind oder Hersteller? Also man muss sagen, es gibt schon sehr, sehr viel Forschung und es ist schon sehr viel auch raus. Wir haben bestimmt für die nächsten 20 Jahre genug, was wir umsetzen könnten, ohne zu forschen. Auch wenn wir natürlich trotzdem gerne weiter forschen können. Aber wenn wir sehen, was sozusagen an Innovationen schon eigentlich in den letzten 20 Jahren auf den Markt gekommen ist, aber halt vielleicht sich nicht durchgesetzt hat aus finanziellen Gründen oder aus anderen Dingen, dann ist das natürlich ein Riesenfortschritt jetzt, dass man sieht, okay, ein Unternehmen wie C&A macht auch Cradle to Cradle und beschäftigt sich damit, aber es ist ja nicht so, dass es sozusagen vorher noch nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist die richtigen Fragen zu stellen. Und die Fragen, die können wir alle stellen. Wenn wir uns ein Produkt angucken und sehen, was das für ein Material ist, dann kann man doch fragen, ist das für dieses Nutzungsszenario gemacht? Ist mein Schuh, meine Schuhsohle dafür gemacht, dass ich rumlaufe damit und die Partikel, die auf der Erde bleiben, in die Natur gehen können, weil das ist das Nutzungsszenario? Oder ist mein Shampoo dafür gemacht, dass es ins Wasser gehen kann, weil das ist das Nutzungsszenario des Landes da? Und diese Fragen kann sich jeder stellen. Wenn wir momentan hören, was im Zuge von Circular Economy und Kreislaufwirtschaft alles als irgendwie besonders Circular Economy-mäßig beschrieben wird, dann finde ich das schon teilweise sehr problematisch, wenn man sieht, naja, wir haben irgendwelche Materialien, die nie dafür gemacht worden sind und führen die dann am Ende im Kreis. Also das heißt, ein Autoreifen, der zu einem Rucksack wird und der Autoreifen ist aber nie dafür designt worden, dass er auf der Straße fährt, erst recht nicht dafür, dass ich ihn an meinem Körper trage und diese ganzen Chemikalien mit mir rumtrage. Das heißt, dann wird gesagt, ja, das ist ja toll, das ist ein tolles Kreislaufwirtschaftsprodukt. Naja, also es ist sozusagen ein lineares Produkt, was im Kreis geführt wird und auch da zu sagen, was habt ihr denn für Materialien? Was benutzt ihr denn da drin? Sind es gesunde Additive, die da mit dabei sind und was ist das eigentlich? Die meisten Hersteller werden Ihnen nicht sagen können, was überhaupt in dem Produkt drin ist. Das heißt, zu fragen, was ist denn das eigentlich, was für Materialien sind das und was ist da drin, ist überhaupt der erste Schritt. Und das können wir natürlich machen, das können wir aufzeigen und dann gibt es genügend Menschen, die auch unterstützen können da drin, die Dinge wirklich anders zu machen. Okay. Stichwort Fragen stellen. Jetzt gucke ich zu Ihnen. Ich kann nicht alles ganz genau sehen da hinten. Sie verschwinden so ein bisschen im Dunkeln. Deshalb würde ich bitten, signalisieren Sie deutlich, wer eine Frage stellen möchte. Und zunächst erstmal die Frauen. Wo sind die Frauen? Da sehe ich eine. Wo noch? Sind Sie eine Frau? Entschuldigung, ich kann das wirklich nicht so genau sehen von hier. Ich glaube, Sie müssen mir jetzt helfen beim Identifizieren der Geschlechter. Genau. Die Männer lachen jetzt. Ich würde sagen, wir nehmen mal 4 bis 5 Fragen, die wir erstmal sammeln und fangen hier vorne an. Bitte schön. Sagen Sie vielleicht kurz Ihren Namen, gerne auch welchen Hintergrund Sie haben und dann die Frage. Guten Tag, mein Name ist Ursula Feld, ich bin Architektin und ich hätte, also erstmal danke für Ihre Vorträge. Ich hätte eine Frage an Herrn Brenningmeier, wie es denn im Detail dann in der Umsetzung aussieht. Also wenn ich mir vorstelle, ich kaufe jetzt dieses T-Shirt, werfe ich es wirklich am Ende in meinen Biomüll, sind unsere Systeme, unsere Mülltrennungsverfahren, so dass es wirklich so funktioniert oder lieber direkt in den Garten oder haben Sie Rücknahmeprozesse? Und okay. Der zweite Punkt ist vielleicht noch, also ich war jetzt letztens noch in der Stadt bei C&A und habe mal geschaut und habe keinerlei Werbung dafür gesehen und ich kann Sie einfach nur ermutigen, das viel mehr zu publizieren. Denn ich habe in den letzten Jahren auch selbst bei uns im Büro festgestellt, dass so viele Leute interessiert sind an gesunder Kleidung, also wirklich von dem Aspekt her kommen, und suchen und recherchieren. Und ich glaube, es muss den Leuten einfach einfacher gemacht werden, diese Produkte zu kaufen und sie auch zu erkennen vor allen Dingen. Mhm. 2 super Punkte. Wir gehen darüber. Genau. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe das nicht irgendwie despektierlich gemeint. Ich konnte es nur wirklich nicht richtig erkennen. Äh,
Da bin ich, ja, ich bin eine Frau. ich hoffe, das ist okay, wenn ich auf Englisch spreche, weil ich bin Brasilianerin und es ist einfach vielleicht zu fragen. I have basically two questions. One is political one related to Brazil. So I would like to know from Dr. Yannick, the resources in Brazil are still really cheap. So we have a big country with cheap resources that are still available there. What would be then the shift? How can we talk with the business in this political environmental scenario to make them then make the change? And this would be question one. And the other question would be for CNA. I was just like make some math here and considering like the good price of the t-shirts that are were launched. I have 5 at home and I bought in the first week. and with 11 to 20% more costs in the production and with the same price for sales point, is that the line is somehow supported by the sales from other products? Or is the real price, including research and development and the whole investment in this process, considered in this final price of the T-shirt? Those are the questions. Okay, thank you. Vielen Dank. Da Sie alle 2 Fragen gestellt haben, würde ich vorschlagen, Sie wandern mit dem Mikro zu dem Herrn, den ich jetzt mit dran nehmen darf nach 2 Frauen. Und wir beantworten aber parallel schon mal die Fragen und fangen an mit Ursula, der Architektin, die gefragt hat, wie ist das eigentlich mit der Umsetzung? Kann man das dann in den Müll schmeißen, in den Biomüll, die T-Shirts? Und warum machen Sie nicht so viel Werbung, wie es vielleicht bräuchte? Gut, also erstmal zu der Frage, könnte man das im Biomüll werfen? Ja, könnte man. Aber das ist nicht unser Bestreben. Unser Bestreben ist letztendlich, dass wir auch über die Endnutzung herausschauen und sagen, wie kann man das wieder einsammeln? Wie kann man das dann wieder neu benutzen in entweder Kleidung oder auch in anderen Produktgruppen oder andere Textilnutzungsangelegenheiten? Aber dafür sind wir noch echt am Anfang. Wenn ich alleine schaue, wo kann man überhaupt als individuelle Person hingehen, dann gibt mir da nicht allzu viele Möglichkeiten. Entweder, ich glaube in Düsseldorf zumindest, die Avista, da kann man das reinschmeißen. Man kann auch in mehreren Geschäften wieder zurückgehen und das einsammeln. Man kann das auch wieder weitergeben an Freunden. Und man kann das auch im Müll werfen oder es bleibt einfach im Schrank hängen für Jahre. Und da letztendlich die Industrien, um das einzusammeln und das dann wieder aufzubereiten, da sind wir noch echt am Anfang. Das ist noch für uns zu wenig klar. Das ist auch ein Bereich, wo wir als C&A zugeben, wir haben erst in den letzten 3 Jahren uns auch angefangen, damit zu beschäftigen. Wo können wir da reinschauen? Mit welchen Partnern können wir zusammenarbeiten? Wie können wir sortieren? Wie können wir sortieren, dass Produkte, die zurückkommen, polyesterhaltig oder baumwollhaltig, wie separieren wir die und gehen die dann in verschiedenen Kreislaufwirtschaften dann zurück. Und da haben wir noch eine große Herausforderung vor uns. Was schwierig ist natürlich, ist, dass die Produktion, die findet meistens in Asien statt oder in Osteuropa statt und die Produkte, die werden eingesammelt, hier in Deutschland zum Beispiel. Und wie kann man das überhaupt auch logistisch organisieren? Das zu dem Punkt, zu der Bewerbung. Ja, also man kann auch sehr viele Messages rübergeben. Punkt für uns, was wichtig ist, ist, wenn man jetzt die letzten Konsumpunkte anschaut, weshalb kaufe ich überhaupt ein Produkt? An erster Linie steht immer in jeder Befragung, ist the style. Wie sieht das aus? Ist es modisch, nicht modisch? Gefällt es mir? Zweite Stelle, Preis. An 26. Stelle in der Entscheidungskriterium von einem Konsument heutzutage kommt das Thema Nachhaltigkeit hoch. Alle anderen Gedanken kommen hoch. Also bis wir gedanklich, und dieser Raum ist echt eine Ausnahme, aber bis wir gedanklich dahin kommen, dass tatsächlich in unsere Entscheidungskriterium das Thema Nachhaltigkeit und Circularity und wie können wir das machen, das nach oben schieben und das, bis das in den ersten 2, 3, 4, 5 überhaupt ankommt, dann kann man sich die Frage stellen, das ist auch dann immer der Streit mit der Marketingabteilung, ja, wie viel pusht man das? Für uns, was haben wir gemacht? Wir haben eine Kampagne gestartet, das heißt Wear the Change. Where the Change geht es um sowohl auch We are the Change,
Also wir sind letztendlich den Katalysator für Veränderung und tragen auch die Veränderung. Und bis wir dahin kommen, dass man sowas Einfaches letztendlich auch mit weitergibt, dann werden wir auch mit unseren Marketingkollegen intern immer Streit haben, dass es nicht nur um Style und Price und Value for Money und so weiter geht. Ganz im Moment, war damit jetzt die Frage nach dem Preis auch schon beantwortet, der Preisgestaltung? Ja, also ich habe es gibt schon in unsere, um das überhaupt anzustoßen, dass man überhaupt sagt, okay, Labor, Testen, wie gehen wir da voran? Es gab einige Kosten, die wir gesagt haben, das sind Forschungskosten, das sind Researchkosten, die haben wir nicht mitberechnet im Preis. Die haben wir zusammen mit unseren Kollegen in der Stiftung, haben wir das vorfinanziert, um überhaupt zu sagen, ja, diese Industrie kann anders gemacht werden. Zurzeit aber, wenn man jetzt alleine das Like-für-Like-Produkt anschaut, wo wir gesagt haben, okay, Benutzung dieser Materialien, diese Nähte, diese Garne und so weiter, diese Chemikalien, dann ist man auf diesen Preis gekommen. Und was haben wir gemacht? Ja, die Marge ist einfach niedriger. Und solange das Produkt schneller verkaufen würde, dann ist es okay mit einer niedrigeren Marge. Da muss man das auch nicht letztendlich dann reduzieren am Ende der Saison. Dann kann sich diese Rechnung auch tun. Also subventionieren tun wir das schon am Anfang. Und wir hoffen und wir werden auch daran und wir sind auch daran engagiert, die Preise durch Economy of Scale, durch mehr Wissen und so weiter, dass man die auch ständig anpassen kann, um das dann auch letztendlich für einen vernünftigen Preis mit unseren Konsumenten verkaufen zu können. Mhm. Ich wollte einmal noch darauf eingehen, auf das T-Shirt für den Kompost, weil das war so eine Debatte, die man auch relativ groß in den Medien verfolgen konnte und auch von sozusagen anderen NGOs sozusagen den Aufschrei gehört hat, wie kann es denn sein, dass wir ein T-Shirt machen, was direkt auf dem Kompost sein soll, es muss doch langlebig sein und es muss doch irgendwie lieber lange halten. Und darauf ist einfach ganz klar auch zu sagen, das ist ein T-Shirt, was für Hautkontakt gemacht ist. Das ist erstmal wirklich etwas, was 99% der Leute auch in diesem Raum, naja, unsere Leute, die T-Shirts tragen, nicht, aber der Rest wahrscheinlich, haben Kleidung an, die nicht für Hautkontakt gemacht ist. Und wenn man das sich überlegt, das sind Materialien, die Allergien auslösen, es sind Farben, die nicht in Kreisläufe gehen können, am Ende ist so ein Kleidungsstück Sondermüll, dann ist das doch sozusagen das erstmal was, was man schon mal feiern sollte und was einfach wirklich grandios ist, ein T-Shirt zu haben, was dafür gemacht ist, dass man es tragen kann und was dafür gemacht ist, dass es wirklich in Kreisläufe gehen kann, dass es gesund ist, dass es nicht am Ende Sondermüll ist. Und dann kannst du natürlich danach, nachdem das T-Shirt verwendet wurde, es auch wieder in Kaskaden führen und auch aus dem Baumwollrecycling machen und das auch wieder in Kreisläufe führen und wieder nutzen und erst ganz am Ende in sozusagen biologische Systeme zurückgehen. Aber das ist doch erstmal die Innovation dahinter. Mhm. Ja, aber darauf zu reagieren, also wir haben schon als Firma, und wir sind nicht die Einzigen, da sind auch mehrere Mitbewerber, auch mit den großen Textilhändlern dabei. Wir haben uns schon verpflichtet, dass Eliminierung von irgendwelchen Chemikalien, die auf der Haut dann angetragen werden, die auch zu eliminieren innerhalb der nächsten 4 bis 5 Jahre. Und das Programm nennt sich Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Und da wird schon Riesenfortschritte gemacht. Aber die Komplexität, wenn man jetzt dann spricht über Circular und C2C, ist nicht unbedingt das T-Shirt und wo 99% von T-Shirt, das wird dann aus Biobaumwolle, da kann man auch die Chemikalien für die verschiedenen Farbstoffe verwendet werden. Das kann man schon herstellen, das verkauft man auch schon in großen Mengen. Wo aber der Schritt gemacht werden muss zu Circular Economy, ist, dass man auch das gesamte, die Nähte, die verwendet werden, dass das vom Polyester auf Baumwolle switcht. Das ist eine neue Innovation, die gemacht werden muss. Dass man auch da in den Fabriken, wo man produziert, sagt, ja, okay, es geht auch um das Einsetzen von erneuerbarer Energie und dass das Wasser, was rauskommt aus der ganzen Produktion, getrunken werden kann und dass man nur 10% am Wasser verliert durch Evaporation. Das ist das Gedanke von C2C. Wenn wir uns als Firma, und das haben wir bis jetzt immer gemacht, teilweise bis vor 4, 5 Jahren, uns engagiert haben für nur einen Teil, zum Beispiel das Eliminieren von Chemikalien in dem Produkt oder das Einsetzen von Biobaumwolle, dann machen wir schon Schritte in die richtige Richtung,
aber man kommt nicht damit an, dass man sagt, am Ende des Kreises kann man das Produkt noch wieder auseinandernehmen, weil es ist sehr schwierig, das aussortieren. Was heißt denn das Eliminieren von Chemikalien? Weil ich meine, die Chemie ist ziemlich komplex. Wir nehmen 100 Chemikalien, nehmen sie raus und verbieten die und sagen, ja, die dürfen nicht mehr in unserem Produkt drin sein. Dann kommen halt die nächsten 100, die ein bisschen verändert sind. Das ist ja so, wie es momentan auch läuft. Und das ist ja auch das Problem an der ganzen Chemikaliengesetzgebung. Okay, ich glaube, ich muss jetzt also hier einfach mal eine Zäsur machen. Entschuldigung, Nora, nächstes Jahr müsst ihr einfach mehr Zeit ins Programm schreiben fürs Reden, weil ich habe noch die Frage an Herrn Dr. Potocznik und wir haben den einen Mann, den ich auch nicht jetzt irgendwie ignorieren möchte mit seiner Frage noch. Und eigentlich wollte ich noch eine Fragerunde machen. Also wir versuchen jetzt einfach mal hier ein Stück weiterzukommen, obwohl das alles wichtig ist und alles spannend ist. Herr Potocznik, es war die Frage mit Brasilien, Rohstoffe sind billig und trotzdem spiegelt sich das nicht in der Ökonomie wieder, so habe ich es verstanden. Thanks. I would also like to comment on this debate because it's interesting. Okay, wir machen länger. By the way, you are absolutely right. So there are differences among the countries today in the world. Some are more stimulated to think in a resource-efficient way, or some are less stimulated. And you can pack in one group European Union, Japan, Africa, it's interesting. Africa from different reasons, because each inch of a fertile land, each drop of water, of course, there counts more than in our countries. Then also China. China, it's a kind of hybrid country. They perfectly understand the value of resources, and if you see their strategic policy, it's actually, probably it's the only country today in the world which is really thinking and working strategically. So resources for them are the name of the game, and they are going in that direction clearly. So in Brazil, obviously, it's a problem to use the same arguments which I used before to convince your government. But so the conclusion from that would be, obviously, one needs pretty much open-minded government because it makes the sense to go in that direction. But you can also use a kind of a soft way of trying to raise the consciousness why this is important. By the way, in 2012, the Sustainable Development Goals were negotiated under the leadership of Brazil. So you have certain responsibility and you have certain pride on that. And if you work with that in mind, you can achieve quite a lot. And this is a bit different way of circumventing the situation in which you are, but I think it's a good way. Mm-hmm. Okay. Wir nehmen die Frage. It would be good comment, but okay. Na ja, machen Sie noch schnell. Und dann schon mal das Mikrofon rüber. Nein, Herr Doktor, machen Sie noch und der Herr geht schon mal das Mikrofon. I just wanted to say that in that debate, what is necessary to understand, they are trying to integrate the value preservation of nature and health in their products. And they should be praised for that. Mm-hmm. So the unfortunate situation is that it's also clearly coming from our research that everything what is resource efficient, it's not economically efficient. Mm-hmm. And that is creating a lot of problems. So what they would need is basically the public support which would align the baseline on which they compete with the others so that they would all have the reasoning that they go in that direction. Mm-hmm. Until they will have that kind of support, they will have the problem and they will be alone in the world in which they compete. Mm-hmm. Okay, danke. Wir nehmen noch Ihr Statement. Haben Sie schon das Mikro? Okay. Mein Name ist Gerhard Kreuz. Ich komme aus Kirchberg an der Jagst bei Schwäbisch Hall in Süddeutschland. Ich bin einer der Initiatoren des Filmprojekts Power to Change. Ich habe eine Frage an Frau Grifahn bezüglich der Menschen, die jetzt geboren sind und das tragen sollen, was wir vorhin im Vortrag von Herrn Potocznik gehört haben. Also die ganzen Probleme, ich denke, dass der Klimawandel das Hauptproblem ist. Mich bewegt die Frage, was ist mit der Jugend? Was ist mit den Hochschulen? Gibt es da eine Bewegung, die uns ermutigt, uns ältere Semester zu sagen, es wird weiter an dieser guten Zukunft gearbeitet? Wir brauchen eigentlich eine Revolte, auch wieder an den Universitäten. Und wir brauchen junge Menschen, die wirklich massiv sagen, wir lassen uns das nicht gefallen. Und wir arbeiten massiv an diesen Lösungen. Und
mich bewegt die Hoffnung, dass wir so eine Revolution hinkriegen, vielleicht wie bei der Friedensbewegung oder auch diese friedliche deutsche Revolution oder was auch immer. Was ist an den Hochschulen los? Gibt es diese Bewegung? Lässt die sich jetzt initiieren, vielleicht von dieser Hochschule hier, dass wir diesen Weg mutig beschreiten können? Ja, vielen Dank für diese Frage, finde ich ganz wichtig. Und ich sage jetzt gleich mal vorab, bevor wir in die Antwort gehen, und ich habe Sie nicken sehen, ich glaube, Sie würden auch gerne dazu was sagen, was mit der Jugend ist. Ich hätte gern noch mehr Fragen aufgenommen, aber unsere Zeit ist definitiv rum und das ist in den anderen Formaten gegenüber ungerecht, wenn ich jetzt hier überziehe. Das möchte ich dann also an dieser Stelle nicht machen. Ich gebe Ihnen aber jetzt schon mal die Information. Wir haben heute dann am späteren Nachmittag, um nicht zu sagen Abend, nochmal eine Talkeinheit mit Bela B. von den Ärzten. Und wer da noch eine Frage hat, die ja jetzt nicht losgeworden ist, dann können Sie die nochmal stellen, gebe ich nochmal ein bisschen Raum. Und diese Frage von dem Herrn, was ist eigentlich mit der Jugend, was ist eigentlich mit unserem Nachwuchs, müsste da nicht mal endlich eine Revolution kommen, dass die sagen, habt ihr eigentlich ein Rad ab, so zu produzieren, die würde ich jetzt gerne mal als Schlussrundenfragen nehmen. Nora, du kannst gerne anfangen, aber ich würde dann Sie beide, Herr Potocznik und Herr Brenningmeier, auch noch mit einbeziehen. Ja, danke. Ich glaube, es passiert viel und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die wirklich was machen wollen. Das sieht man alleine, wie viele Menschen hier mit so einem blauen T-Shirt rumrennen und sich hier engagieren und einbringen. Ich muss trotzdem dazu sagen, ich hasse es wirklich, dass irgendwie immer gemeint wird, die Jugend soll es jetzt richten. Also das kann es ja auch nicht sein. Man kann sich doch nicht darauf zurückziehen. Also es gibt viele Menschen, die noch sehr lange hier auf dieser Erde sind und vielleicht auch nicht irgendwie ganz jung mehr sind, aber trotzdem noch lange hier sind und die gefälligst sich dafür zu engagieren haben, dass jetzt hier sich was verändert und nicht so sagen können, ja, das müssen die Jungen halt machen. Und erst recht nicht diese Ebene zu sagen, ja, das müssen halt die Kinder machen. Wie kommen wir denn dahin, wenn ich jetzt anfange? Ja, das soll halt mein Kind richten. Ich habe doch noch ein Leben vor mir, da kann ich noch vieles machen. Und das sollten wir auch nicht den anderen immer aufbürden, sondern es ist jetzt die Zeit zu handeln. Und wir brauchen jeden. Wir brauchen alle, die hier sind und wir brauchen aber auch alle, die nicht hier sind, wirklich was zu verändern. Weil wir haben nicht so viel Zeit, über irgendwelche Jugend zu reden. Okay, das war klar. Wer möchte als nächstes, Herr Potocznik? Yeah, it's clear that responsibility is in our generation, but you should push us. That's how it works. And yes. No, you try your best, I know. I'm just saying it's clear that I have my personal experiences. So when my kids really start to push me, we really changed our life in the whole family. And because they are much more aware, they have this access to social media, they know. Without the real university and faculty, they know the world much better than I have ever. But I agree with the gentleman that on education area, I think we would need to do better because we are simply not covering that well enough. But yeah, my father was 2 days ago, 95, so I have still a long life ahead. Yeah. And you feel young. Sina? Ja, ich habe, als ich hier hingekommen bin, dann hat mein Sohn zu mir gesagt, du musst jetzt dahin fliegen und da brauchst du doch Sprit für und ist das eine gute Sache oder ist das keine gute Sache? Also, und er ist erst 9 und diese Gedanke, die geht schon durch den Kopf von den Jüngeren und ich kann nur sagen, dass aus eigener Erfahrung, ich hätte mir gewünscht, dass ich vor 20 Jahren an der Universität, als ich studiert habe, auch schon mal eine Einführung in überhaupt diese Thematik gehabt habe. Hätte. Und die Tatsache alleine, dass da schon was gibt, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann nur sagen, je mehr Leute sich davon bewusst sind und entscheiden, sich da selber Gedanken drüber zu machen und selber bereit sind, auf diesem Weg sich zu verändern, weil darum geht es letztendlich und das ist das Schwierige, dann haben wir auch eine Hoffnung und darauf bin ich eigentlich sehr optimistisch. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand das sehr lebendig, einen sehr spannenden Vormittag schon mal. Ich habe jetzt wieder die wunderbare Aufgabe, Ihnen ein paar formale Ansagen weiterzugeben. Aber nämlich, vorher durfte ich noch was machen. Das hatten wir abgesprochen. Nein, danach, oder? Nee. Jetzt? Na dann jetzt. Gut. Wir haben nämlich vor, wir reden ja darüber die ganze Zeit, dass wir hier was machen wollen und dass wir was verändern wollen. Und dafür wollen wir gerne Sie und euch alle mit einspannen. Und zwar hat unser Team hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Wenn Sie gucken, unter den Stühlen von einigen von Ihnen liegen so rote Zettel. Und ich bräuchte jetzt die Hilfe von allen
die am Rand sitzen, vielleicht sich einmal noch so ein bisschen reinzubegeben, dass wir die Mitte einmal füllen können mit Menschen. Also alle, die jetzt ein bisschen mehr am Rand sitzen oder da ganz oben sitzen, vielleicht einmal bitte in die Mitte mitkommen. Das sieht schon super aus. Vielen Dank. Und unter Ihren und euren Sitzen sind Schilder. Und wir haben heute über viele Thematiken schon geredet. Eine davon ist die des CO2-Management. Wir haben ein großes Problem damit, wie unser CO2-Management auf dieser Erde passiert. Es geht nämlich nicht darum, dass wir zu viel Kohlenstoff haben, sondern dass wir nur Kohlenstoff am falschen Ort haben. Und es geht darum, wir haben parallel, während wir hier sitzen und unsere Konferenz machen, gibt es einige Menschen, die sitzen in einem Wald und versuchen, einen der letzten großen Wälder, Mischwälder in Deutschland zu retten. Und auch wir wollen zeigen, dass wir mit dem Hambacher Forst solidarisch sind und dass wir da einen Ort, der deutlich mehr Kohlenstoff speichert, als wir ihn überhaupt an anderen Stellen wieder einfangen könnten. Und deswegen haben wir hier ein Schild gebaut mit euch allen sozusagen und möchten gerne, dass ihr es einmal hochhaltet, sodass wir ein Foto machen können. Einmal so vors Gesicht halten am besten oder so vor den Kopf. Ja, einmal das, an die Regie, das Bild vielleicht anzumachen, die Kamera. Na, vielleicht einmal hier gleich noch hoch. Da steht, we love Humbies footprint. Und ein Foto wird hier gemacht von vorn. We love Humbies footprint. Also wir haben einen positiven Fußabdruck dieses Waldes und wir alle wollen, dass dieser Wald da bleibt, wo er ist. Mhm. Dankeschön. Okay. Okay, super. Und es geht glatt weiter mit den Möglichkeiten zum Engagement. Wir haben ja gesagt, jeder muss, egal wie alt er ist, mitmachen. Und das können Sie auch, denn C2C ist angewiesen auf Förderer, ehrenamtliche Mitarbeiter und natürlich auch Fördermittel. In der Tasche gibt es einen Spendenzettel, den können Sie bitte ausfüllen und die Arbeit unterstützen. Sie können auch Fördermitglied werden. Bitte gucken Sie auf diesen Zettel in der Tasche. Alles Weitere zum Kongressablauf finden Sie auch in der Tasche, nämlich das Programm. Und wenn Sie selber das nicht ganz verstehen oder lesen können, gibt es die wunderbaren Helfer in den blauen Shirts. Ich bitte alle Akteure, die hier beteiligt sind, jetzt nach dieser Diskussion nach vorn für ein Foto. Kommen Sie bitte hier nach vorn. Dann darf ich Ihnen ansagen, dass es jetzt mit dem Netzwerk-Café weitergeht, das dann direkt ins Mittagessen übergeht. Um 13 Uhr beginnen die interaktiven Foren, einmal zum Thema Bau und Architektur, zum anderen Textilien. Und ich glaube, damit bin ich jetzt fertig. Ich wünsche Ihnen einen guten Austausch, viel Freude und nochmal die Akteure bitte jetzt nach vorn zum Gruppenfoto und wir sehen uns dann heute Nachmittag wieder. Bis dahin.